Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, zu unserem 15. Geburtstag fällt mir, ich muss es sagen, kein rechter Glückwunsch ein, da wir uns in einer existenziellen Krise befinden. Das müssen wir alle begreifen. Wenn es junge Leute gibt, die sich vorstellen, dass man die Partei auch krachen lassen kann und dann baut man eine fantastische neue Partei auf, stelle ich lediglich fest, dass das mit den Realitäten nichts zu tun hat. Wir verlieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Büros, sämtliche Einrichtungen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und es gibt keine Bewegung, die in breiter Masse zu einer Neugründung bereit ist. Entweder wir retten unsere Partei oder wir versinken in Bedeutungslosigkeit. Was ist meines Erachtens dafür erforderlich? Wir müssen neu darüber nachdenken, was unser Zweck für die Gesellschaft ist. Wenn wir diesen Zweck kennzeichnen, können wir uns auf wesentliche Fragen konzentrieren und müssen alle unwesentlichen Fragen beiseite lassen. Wir brauchen im Augenblick keine Anträge zur Trennung von Amt und Mandat, denn wenn wir so weitermachen wie bisher, verlieren wir ohnehin alle Mandate, dann haben wir die absolute Trennung. Es geht auch nicht um die Dauer von Mandaten. Ich spreche immer in weiblicher und männlicher Form. Die Rechtsanwältin hat ein Recht darauf, Rechtsanwältin zu sein, und ich habe ein Recht darauf, Rechtsanwalt zu sein. Aber wir brauchen jetzt, ich hoffe, es gibt ein paar Buchrufe, aber es kommt da noch was, aber wir brauchen jetzt weder Anträge noch Beschlüsse zum Doppelpunkt, zum großen I oder zum Sternchen. Ich bin auch nicht bereit, zu machen. Außerdem, das gehobene Bürgertum, das diese Schreibweise fordert, will ja nicht die Verhältnisse verändern, die Frauen, diverse und viele andere benachteiligen. Es will nur die Schreibweise verändern. Wir aber wollen die Verhältnisse verändern. Auf welche Fragen müssen wir uns konzentrieren? Erstens geht es um eine reale Friedenspolitik. Ich wiederhole. Die EU und die NATO haben in Bezug auf Russland und die Ukraine alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber es war kein Fehler dabei, der den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch nur im geringsten rechtfertigt. Deshalb müssen wir diesen Krieg scharf verurteilen. Natürlich probieren sich die USA jetzt mit Waffen gegen Russland aus. Natürlich wollen sie jetzt Russland schwächen. Aber wenn man von einem Stellvertreterkrieg spricht, darf man nicht vergessen, dass der gar nicht möglich gewesen wäre, wenn Russland die Ukraine nicht überfallen hätte. Die Verantwortung liegt also bei der russischen Führung. Natürlich müssen wir kritisch zur NATO bleiben. Wir müssen auch die Mängel in der EU kritisieren. Wir dürfen aber nicht den Krieg verurteilen und gleich danach ein Aber setzen und die Verurteilung des Krieges damit relativieren. Selbstverständlich müssen wir uns für eine Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung und jenen Russinnen und Russen einsetzen, die mutig gegen den Krieg auftreten. Ich bin jetzt zum Vorsitzenden der deutsch-nordischen Parlamentariergruppe berufen worden. Das heißt, ich bin für die Parlamentsbeziehungen zu Island, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden zuständig. Schweden und Finnland wollen nun Mitglieder der NATO werden. Natürlich sträubt sich in mir alles dagegen, denn ich sehe die NATO kritisch. Ich habe Vertretern beider Länder auch gesagt, dass wir nicht weniger, sondern mehr militärisch neutrale Staaten zur Vermittlung benötigen. Sie erwiderten, dass sie diesbezüglich nicht angefragt wurden in den letzten Jahrzehnten und im Übrigen auch als Mitglieder der NATO vermitteln könnten. Ferner verwies ich auf den völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Serbien und auf die völkerrechtswidrigen Kriege der USA, zum Beispiel gegen Vietnam und gegen den Irak.
Sie erwiderten, dass Sie an völkerrechtswidrigen Kriegen nicht teilnehmen werden. Man ist auch als NATO-Mitglied nur im Verteidigungsfall dazu verpflichtet. Und dann sagte ich, dass ich keine Sekunde lang glaube, dass Russland Sie angreifen wird, zumal Russland militärisch gerade stark geschwächt wird. Sie erwiderten, dass nach dem Krieg Russland die Armee und die Rüstung wieder aufbauen wird. Außerdem fragten Sie mich, ob ich denn geglaubt hätte, dass Russland die Ukraine angreift. Wahrheitsgemäß antwortete ich, dass ich es nicht geglaubt hatte. Daraufhin stellten Sie klar, dass Sie ja nur in die NATO wollten, damit ein Angriff auf Sie den Bündnisfall auslöst und damit den Dritten Weltkrieg, und den scheuen alle, auch Russland. Nun meine Frage an euch, was soll ich antworten? Wir sind entschiedene Gegner der Aufrüstungspolitik, die die Regierungskoalition und die Union beschließen. Sie haben gegen unseren Willen die Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen und würden nun mit einem Kredit von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gegen ihre eigene Grundgesetzänderung verstoßen. Deshalb greifen Sie zu dem Trick, die 100 Milliarden Euro als Sondervermögen ins Grundgesetz zu schreiben, weil Sie ja dann wieder an das Grundgesetz gebunden sind. Außerdem wollen Sie die jährlichen Ausgaben für die Bundeswehr und Rüstung von 50 auf 75 Milliarden Euro erhöhen. Es wird immer wieder erklärt, dass vieles in der Bundeswehr nicht funktioniere. Aber Frankreich gibt in etwa das gleiche Geld für seine Armee aus wie Deutschland und da funktioniert es. Also liegt es doch nicht an der Menge des Geldes, sondern an der Art, wie es eingesetzt wird. Darum sollten sich der Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss des Bundestages einmal intensiv kümmern. Auch die Behauptung, man brauche dies zum Schutz vor Russland, ist absurd. Russland wird Deutschland nicht angreifen. In den beiden bisherigen Weltkriegen war es umgekehrt. Außerdem erinnere ich an die Argumentation von Finnland und Schweden, dass sie ja in die NATO wollen, weil es dann keinen Angriff Russlands gäbe. Wieso soll das nicht für das NATO-Mitglied Deutschland gelten? Und selbst wenn der Angriff geschehe, hätten wir den Dritten Weltkrieg mit Beteiligung der Armeen aus den USA, Großbritannien, Frankreich etc. Von uns bliebe ohnehin nichts übrig. Dafür müssen wir jetzt nicht 100 Milliarden Euro verschwenden, um es auch mal ganz klar zu sagen. Wir müssen auch entschiedene Gegner des Waffenexports durch Deutschland bleiben. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verursacht und wir haben nie wieder das Recht, an Kriegen zu verdienen. Als fünftgrößter Waffenexporteur der Welt verdienen wir aber an jedem Krieg, egal ob er im Nahen Osten, in Afrika oder sonst wo stattfindet. Aber es geht nicht nur um den Staat, auch unsere Konzerne dürfen nicht an Kriegen verdienen. Andere Länder haben eine andere Geschichte, das müssen wir wiederum respektieren. Aber wir werden die Verantwortung für unsere Geschichte nicht los. Und wir müssen die anderen daran hindern, die versuchen, sie loszuwerden. Reale Friedenspolitik heißt, dass wir Linken aktiv dafür streiten müssen, dass wir wieder zu Deeskalation, Abrüstung, viel mehr Diplomatie, Interessenausgleich, auch das Gegenüber hat ja Interessen, und endlich zur strikten Wahrung des Völkerrechts durch alle Staaten als Grundlage für internationale Beziehungen zurückkehren. Und wir müssen das ganze Völkerrecht respektieren, nicht nur die Teile, die wir mögen. Sonst unterscheiden wir uns nicht von den anderen, die es regelmäßig so praktizieren. Die zweite Frage, auf die wir uns konzentrieren müssen, ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit und der guten Arbeit. Es geht nicht nur um die großen Einkommens- und Vermögensunterschiede und die Steuergerechtigkeit. Es geht auch um Mitbestimmungsrechte, um die Überwindung der prekären Beschäftigung, um die Frage, was und wie etwas hergestellt wird, welche Dienstleistungen erbracht werden. Es geht um Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport, auch zu teuren Sportarten. Und es geht um Rentengerechtigkeit. Im Unterschied zu anderen dürfen wir nicht vergessen, dass gerade durch Internet und Handy die soziale Frage zu einer Menschheitsfrage geworden ist. Weltweit findet ein Lebensstandardvergleich statt und außer Abschottung fällt den Herrschenden nichts ein. Es gibt aber einen beachtlichen Unterschied bei den Linken. Die einen wollen die erste Klasse bei der Deutschen Bahn abschaffen, damit alle Menschen zweiter Klasse fahren.
Ich bin dafür, die zweite Klasse abzuschaffen, damit alle zum Preis der zweiten Klasse erste Klasse fahren. Die einen wollen eher eine allgemeine Armut und ich will eher einen allgemeinen Wohlstand. Wir sollten uns für Letzteres entscheiden. Aber im Augenblick stehen dramatische Fragen an und uns allen bevor. Millionenfache Hungersnot, unerträglich steigende Wohnungsmieten, kaum fassbare Lebensmittel- und Energiepreise. Die Regierung hat es mit zum Teil falschen Sanktionen auch selbst verschuldet. Leidtragend sind viele Menschen weltweit und auch in unserer Bevölkerung. Und unverfroren ist es, keine Extrasteuer wie in Italien, Spanien, Griechenland, Großbritannien von den Mineral- und Rüstungskonzernen für ihre zusätzlichen gigantischen Kriegsgewinne zu fordern. Mein Gott, wir haben eigentlich so viel zu tun. Und womit befassen wir uns alles? Die dritte Frage ist die Frage nach der ökologischen Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Wir sollten gar nicht erst versuchen, grüner zu sein als die Grünen, obwohl diese das Grüne ja gerade verlassen. Wir müssen immer an die soziale Verantwortung appellieren. Wenn die Politik ein Braunkohlenrevier schließt, muss sie den Braunkohlekumpeln sagen, welchen gleich bezahlten Job sie am nachfolgenden Tag haben. Wenn die Politik eine solche Schließung beschließt, dann trägt sie auch die soziale Verantwortung dafür. Teils wird das über die private Industrie gelingen, teils über einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Die vierte Frage ist die Frage nach der Gleichstellung von Frau und Mann. Unser Ziel ist es, dass die Frauen weltweit die gleichen Rechte und Chancen zu Bildung und Ausbildung, zur und in der beruflichen Tätigkeit, zur beruflichen, politischen, gesellschaftlichen Karriere haben. Letztlich ist es auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und ohnehin eine Menschheitsfrage. Fünftens muss es uns um die Angleichung von Ost und West gehen. Das ist auch eine Frage der kulturellen und psychologischen Identitätspolitik. Wir brauchen für die bisherigen und die neuen Medien aufbereitete Informationen, mit denen nachgewiesen wird, wie der Osten im Vergleich zum Westen benachteiligt wird. Wir brauchen Anträge im Bundestag, über die sich die anderen Fraktionen ärgern, wo es immer wieder um diese Gleichstellungsfragen geht. Selbstverständlich fordern wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit, gleiche Rente für gleiche Lebensleistung und endlich eine angemessene Beteiligung der Ostdeutschen an politischen, juristischen, kulturellen, wissenschaftlichen, gewerkschaftlichen und ökonomischen Führungspositionen. Ich sage den alten Ostdeutschen immer, dass sie klüger seien als die Jüngeren und die Westdeutschen. Dann staunen Sie. Dann sage ich, ja, ihr kennt zwei Systeme, die anderen nur eins. Und wenn Sie Ihre diesbezüglichen Erfahrungen auch den Jüngeren vermitteln, werden auch diese klüger. Ich freue mich, dass im Osten der Widerstandsgeist gegen Ungleichbehandlung wächst. Genau das müssen wir unterstützen und befördern. Wenn wir uns auf diese fünf Fragen konzentrierten, haben wir eine Chance. Wenn wir dagegen ein Laden für die tausend kleinen Dinge bleiben, berauben wir uns dieser Chance. Und wir müssen uns entscheiden, wessen Interessen wir zu vertreten haben. Ich sage es ganz klar, nach meiner Auffassung in erster Linie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dazu gehören natürlich auch die ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das heißt die Rentnerinnen und Rentner. Und die kommenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das heißt die Kinder und Jugendlichen, die Auszubildenden und die Studierenden. Wir müssen die Kraft sein, die sich verstärkt für die Rechte, für die Chancen und die Möglichkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzt. Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehören selbstverständlich auch die Angestellten. Und danach, nach dieser ersten Gruppe, deren Interessen wir zuvorderst zu vertreten haben, stehen wir auch für die Interessen der Arbeitslosen, der Hartz-IV-Beziehenden, der Obdachlosen und der Geflüchteten ein.
Wir müssen entschiedene Gegner einer Einteilung von Geflüchteten in Flüchtlinge erster, zweiter und dritter Klasse bleiben. Wir kümmern uns auch um die Interessen der Beamtinnen und Beamten, der Soloselbstständigen, der Freiberuflerinnen und Freiberufler, der Inhaberinnen und Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen. Der Mittelstand will, dass endlich die großen Konzerne und Banken angemessen steuerlich herangezogen werden und er nicht alles allein zu bezahlen hat. Wir wollen das auch. Es wird höchste Zeit. Wenn Mittelstand und Linke kein Bündnis eingehen in dieser Frage, werden sie über eine angemessene Besteuerung der Banken und Konzerne nur quatschen, aber sie nicht erreichen. Nur mit einem Bündnis ist das durchsetzbar. Ich habe ein weiteres Anliegen. Ich war mal in einer Einheitspartei und bin froh, dass wir das überwunden haben und in unserer Partei verschiedene Auffassungen vertreten werden. Aber unsere Existenzkrise liegt auch daran, dass in der Öffentlichkeit nicht erkennbar ist, was eigentlich Mehrheitsmeinungen und was Minderheitsmeinungen in unserer Partei sind. Wir müssen dafür sorgen, dass das für alle wieder öffentlich wahrnehmbar wird. Was wir überwinden müssen, ist das Klima der Denunziation. Fast alles, was Negatives über Genossinnen und Genossen in den Zeitungen steht oder sonst wo veröffentlicht wird, ist von anderen Genossinnen und Genossen mitgeteilt worden. Das ist unerträglich. Das, was ich an den Grünen schätze, ist, dass sie sich nicht weniger streiten als wir, aber man so gut wie nichts davon in den Medien liest, hört oder sieht. Unser Streit ist schon in den Medien, bevor er überhaupt stattgefunden hat. Es ist höchste Zeit, die Denunziation zu beerdigen. Wir haben mit den genannten Fragen einen Wert für die Gesellschaft und nehmen einen Platz ein, den keine andere Partei ersetzen kann, weder die SPD, geschweige denn die Grünen. Dieses Land braucht demokratische Sozialistinnen und Sozialisten. Ich habe eine schwere Existenzkrise einer Partei erlebt. Das war 1989/90. Massenaustritte. Immer wieder wurde mir eingeredet, dass es gar keinen Sinn mache, dass ich es auch bleiben lassen solle. Aber es gab keine andere Partei, die bereit war, die Interessen derjenigen aus der DDR zu vertreten, die Angst vor der deutschen Einheit hatten, die wussten, dass ihre bisherigen Leistungen nichts mehr galten oder die später feststellten, dass entgegen ihrer Erwartung aus ihnen nichts wurde. Es gab keine Vereinigung, nur einen Anschluss. Und es musste eine Partei geben, die diese Interessen vertrat, gleichzeitig aber die selbstkritische Aufarbeitung der eigenen Biografien forderte. Diejenigen, die in der Partei blieben, haben dann mit Leidenschaft, mit Solidarität gemeinsam gekämpft gegen alle Widerstände. Und genau das wünsche ich mir jetzt. Hört auf mit dem ganzen kleinkarierten Mist in unserer Partei. Wir müssen entschlossen, entschieden, leidenschaftlich und in Solidarität miteinander ab heute streiten und kämpfen. Tschüss.